So, ich male mir erstmal den wichtigen Körper. Ich male den frei nach Schnauze. Und jetzt soll so der Boden werden. Ich glaube, der ist ein bisschen groß, aber zurechtschnippeln kann ich den ja immer noch. Ich habe noch keine so rechte Vorstellung. Die liebe Yvonne hat mir zwar gezeigt, so ein bisschen. Aber wenn man keine Ahnung vom Nähen hat, das schneide ich mir jetzt erstmal aus. Und dann sollte auf meinem zerschnippelig diesen Jutebeutel. Oh, ein Werbegeschenk. Und das Ganze zeichne ich mir jetzt auf meinen Einkaufsbeutel. Wie schön aber sehen. Da ich überhaupt keine Ahnung vom Nähen habe. Oh. Einmal. Ich hoffe, es sehen alle was, nicht, dass wieder sich einige beschweren. Ich sehe nur deine Arme, ich sehe nur deine Hände. Das ist ja bei einigen Sachen, wie zum Beispiel bei der Spachtelmasse auftragen. Ja, was soll ich da noch sagen? Ein klein bisschen Fantasie muss man beim Basteln schon mitbringen, ne? So, die schneide ich mir jetzt aus. Den Boden mache ich auch noch. Ein bisschen größer anzeichnen. Das wäre mir immer alles so ein bisschen frei in der Schnauze. Ich kann diese Pläne nicht lesen, dieses Schnittmuster. So, versuchen wir mal unser Glück. Und immer ein Stück zurück. Ja, es wäre sinnvoll, den Arm runter zu machen beim Nähen. Frieda, nein, du nähst nicht. Guck mal, der Boden ist dran. Ich habe eine Zipfelhülle. Hier befülle ich. Ja, ist nicht wunderschön, mein Boden, aber ist mein erster. Muss ich noch rauskrempeln. Füllwatte kommt in die Öffnung hinein. Ja, die hätte ich vielleicht ein Stück weit größer lassen sollen. Naja. Aber man kann ja nachschauen. So ist es ja nicht. Ihr denkt, ihr habt schon alles an Wichtel gesehen? Nee.
Hier ist der Ramona-Wichtel. Ähnlichkeiten sind erwünscht. Du glaubst nicht, was ich hier gemacht habe. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Das muss man auch erst gesehen haben. Das ist ja geil. Das Pusilon. Ja, das ist ein Wichtel halt. Er kann nur nähen, oder? Ja. Ein Fusilon. Ja, komm, das ist cool. Das ist cool. Das ist cool, kommt bei uns auf die Treppe. Ist das ein Horn da oben drauf? Ja, das ist das eine. Mann. Frieda, weine nicht. Deine Schwester habe ich gemacht. Ja, wir üben noch ein bisschen. Die Yvonne hat immer so schöne Mützen. Jetzt meine ich. Wieso? Sieht da irgendwie tuffig aus.